Hallo ihr Lieben, dies ist eine neue Folge Schrebergarten-Doku-Serie. Ich heiße Lars und heute geht es um den nächsten Gartenrundgang samt Sperrmüllschätzen. Haben wir ein paar Sachen in meinen Garten gefunden? Seid gespannt und komm mit. Ich schaue hier gerade zu meinem Apfelbaum, der so reich gefüllt ist, so schöne Äpfel dran. Ich habe mich auch geirrt, es waren gar nicht so viele Würmer dran wie gedacht. Die Äpfel sahen unten nur ein bisschen komisch aus, das sah so, als ob da halt der Wurm seinen Eingang gefunden hat. So war das auf jeden Fall bei den Wurmäpfeln auch. Ja, ich zeige euch mal, wovon ich rede. Ich bin auf jeden Fall total begeistert, wie der Geschmack eigentlich immer besser wird. Also ich habe da ganz wenig faule Äpfel dran gehabt. Und die ich schon gegessen habe und auch Freunde gegessen haben, der Sven und die Nele, die haben sich hier extra noch mal welche geholt. Die sind auch total begeistert. Echt absolut lecker. Darum geht's. Guckt euch das an. Sehr, sehr lecker. Vielleicht komme ich da gleich noch mal vorbei. Kann ich das auch noch mal von nahem zeigen. Wie ihr sehen könnt, die Weide wächst auch. Hier auf meinem Podest habe ich ja jede Menge Stöcke am Boden gemacht. Auch hier zu sehen, da ist Weide. Dort ist Weide. Alles am Wachsen, das funktioniert. Wunderbar. Also ich fand das jetzt keine große Verzögerung, jetzt irgendwie extra Wurzeln schlagen zu lassen. Nichtsdestotrotz habe ich die ich in dem Breter hatte von Steffi. Steffi hat ihren Breter jetzt mittlerweile mal wieder. Auch die habe ich eingepflanzt, das zeige ich euch gleich. Dann hier vorne, vielleicht erinnert ihr euch, ich hatte meine Saatgutfolgen über Rucola und Salat und ja, wie ihr sehen könnt, alles Rucola. Ich war ja ein bisschen gröber bei der Geschichte und voll toll. Also erstmal riecht gut und in der zweiten Generation schmeckt das viel besser, habe ich festgestellt. Okay, weiter geht's. Naschen kann ich, oh, ganz schön scharf. Dann habe ich hier bei der Geschichte, hier, das sind die ganzen, die im Breter lagen. Hier vorne habe ich freigelassen und auf der anderen Seite habe ich dann auch nochmal reingesteckt. Die haben sich zurückgebogen, aber ich lasse sie, wie sie sind. Das ist sehr spannend. Mal gucken, wann das hier losgeht. Oh, da kommt sogar schon was. Unglaublich. Seht ihr das? Gerade ist entdeckt. Gut, okay. Jetzt geht es erstmal runter vom Podest. Ah, ich stehe jetzt hier schon bei den Tomaten. Guckt euch das selbst an. So sehen sie jetzt aus. Super, super lecker. Also sind jede Menge schon wieder, die ich heute mitnehmen kann. Auch hier unten. Es geht schon gen Rot. Ja, wie ihr seht, also ich ernte hier noch fleißig. Die kommen alle noch. Die schmecken noch alle super. Hier oben hangelt sich auch so ein bisschen was längs. Also, da kommt auch noch was rum. Dort sind noch welche. Also wie ihr sehen könnt, ich habe hier immer reichlich, zu Hause liegen sogar noch welche. Da ist nichts mehr. Können noch ein bisschen nachreifen, die zwei, aber das geht auch zu Hause. Nö. Oh, jetzt bricht hier ein bisschen die Kante weg. War ich ein bisschen zu optimistisch. Die da sieht noch fast ganz gut aus. Hier ist da. Ja, gut gesehen. So, ich habe mir jetzt meine Tüte geschnappt und gehe nochmal vorne zu den Korkenzieher-Haselnusspflanzen und werde dann nochmal die restlichen Tomaten, die da noch hängen, auch nochmal ernten. Auf jeden Fall die natürlich soweit sind. Ja, mal gucken, was noch so da ist. Ein paar habe ich gesehen, als ich gekommen bin. Oh ja. Schönes Farbspiel, wie ich finde. Gerade so der Bereich. Die kann ich jetzt auf jeden Fall auch noch einpacken. Ja, und dann hat sich hier doch schon einiges eingefunden.
Ich freue mich megamäßig. Dann bin ich leider Opfer von, ja, Vandalismus ist ja eher noch Zerstörung. Aber irgendwie auch doch, weil Müll und so wurde hier rumgeschmissen, beziehungsweise die Reste. Mir wurde der Mais geklaut. Ich hatte schon riesen Maiskolben da hängen. Andere Maispflanzen waren auch schon sehr gut zu mir. Ja, und jetzt hat sich jemand anders bereichert. Ich hatte gar nichts davon. Zum Glück habe ich im Vorfeld eine einzige probiert. Die war echt super, super lecker. Gesponsert waren sie aus, ja, ich war ja bei so einem Projekt in Tönning. BMX-Bahn bauen und so weiter. Und von dort habe ich Pflanzengeschenk gekriegt und ja, schade, dass ich eigentlich nur, ja, dass ich letztendlich nur einen einzigen Mais hatte. Ja, schade, aber da weiß ich natürlich umso mehr zu schätzen, der war nämlich richtig, richtig lecker. Also das würde ich gerne mal wieder verfolgen. Sieht jetzt natürlich ein bisschen dicht bewuchert aus und hier wächst letztendlich noch was, aber ich glaube nicht, dass das noch was wird. Also ich wage es zu bezweifeln. Ist auf jeden Fall nichts Gelbes zu sehen. Und mickrig, hier das Teil, das war 40 cm lang, das ist leider weg. Und ja, ich bin aber nicht das einzige Opfer. Es gab auch andere Gärten, da wurde Porree geklaut und auch nochmal Mais angefasst und so weiter und so fort. Wurde auch rausgefunden, wer das war. Und naja, muss man mit leben, das Beste draus machen. Ich kann es hier nicht ändern, ich könnte mich jetzt totärgern. Aber totärgern ist nicht so meins. Deswegen, ja. Ansonsten, was gibt's zu zeigen? Ich bin natürlich immer fleißig am Ernten, was Kartoffeln angeht. Aber fleißig nur in dem Sinne, dass ich begeistert von der Ernte an sich bin. Denn eine Riesenmenge ist es bei mir nicht. Also ich möchte nächstes Jahr auf jeden Fall mehr Kartoffeln. Also das ist, steht auf jeden Fall fest. Ich könnte viel mehr Kartoffeln mit nach Hause nehmen. Ich bin kein Dauerkartoffeltyp, aber ich habe so Schübe und Phasen. Und Kartoffeln sind ja recht gnädig, was das Lagern angeht. Und letztendlich auch noch die Zeit im Boden, die es verbringen kann, diese verbringen können, bevor man sie letztendlich rausholt. Hier sind immer noch Kartoffeln drin in meinen Hügeln. Ich habe übrigens sehr gute Erfahrungen gemacht. Da sind richtige Oschis hier rausgekommen noch. Und ja, da haben wir vorne eine kleine Pflanze geerntet. Und hier noch eine. Das ist alles weg. Und ja, Kartoffeln vertreiben auf jeden Fall Unkraut. Das kann ich bestätigen, auch wenn hier natürlich wieder was ist und so. Oh. Witzig. Sollte eine Kartoffel werden. Oh, da guckt ja noch eine raus. Oh, hauaha. Bisschen grün. Grün ist ja nicht so schön, ne? Aber dafür ist es dann zu spät. Dann hole ich die mal weg hier, damit der Rest dann noch Energie kriegt. Und die kommen in mein, ja, in mein Keyhole-Beet. Da packe ich ja zurzeit alles rein, was ich irgendwie über habe. Davon rede ich. Wer das verpasst hat, ich verlinke euch das mal oben rechts. Das ist eine, ja, eine Videoreihe zu diesem ganzen Thema. Das ist ein selbstdüngendes Beet. Wie das alles funktioniert, erkläre ich auch in der Reihe. Also guckt euch da gerne die Videos an. Oben rechts verlinke ich euch die Playlist bei Folge 1 anfangen und ihr verpasst gar nichts. Ja, und hier kommen die Kartoffeln hin. Oh, übrigens, das erinnert mich gerade dran. Wir haben heute wieder entsaftet, die Anna und ich. Da ist ein super geiler Apfelsaft entstanden mit den Äpfeln da hinten. Super lecker gewesen. Ich habe auch noch zwei Flaschen fertig gemacht für den Kühlschrank. Ich habe außerdem zu den Spermelschätzen, vielleicht habt ihr es schon irgendwo entdeckt im Video. Oh, ich sehe gerade, die Zucchini sind ja nochmal richtig gewachsen. Uiuiui. Aber der erste kleine Spermelschatz, für mich sind das Schätze, steht letztendlich vor mir. Und den konntet ihr gerade schon sehen, als ich euch die Weide gezeigt habe. Hier nochmal dieses Teil, finde ich voll cool, hat Charakter. Und ist ja auch wieder prädestiniert für irgendeine Kerzengeschichte, denke ich. Dann habe ich hier noch die Dinger mal mitgekriegt. Ich weiß gar nicht mehr, woher ich die habe. Ich glaube, die standen da auch irgendwo rum am Sperrmüll. Das sind zwei Stück. Kann ich auf jeden Fall was mit anfangen. Ich habe es echt vergessen, wo ich das her. Guckt euch das an, wie schön rot die geworden sind. Ich habe vorne immer noch mein Sonnenblumenfeld, an dem ich mich mega freue. Es ist einfach so schön. Ich werde jetzt auch einmal durchlaufen und euch das von der anderen Seite zeigen. Denn ist das nicht schön? Es ist schön, da durchzulaufen. So war es geplant. Ich habe mich heute erkundigt, dass mit dem Blumenkick klar bei uns im Verein. Guckt euch das an. Sieht das nicht schön aus? Bombe, so habe ich mir das vorgestellt. Also ja, einfach nur genial. Ich werde noch Saatgut gewinnen ohne Ende. Habe ich auch schon angefangen mit. Von Neil und Sven. Mit der Blume habe ich angefangen. Nee, gar nicht. Stimmt gar nicht. Meine Schwester, vielen Dank zu dir. Ich habe auch da hinten noch einen Frauenmantel stehen. Hinten auf einem kleinen Tischchen. Habe ich auch noch nicht erwähnt. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Hier übrigens die kleinste Sonnenblume wohl. Wird es?
Guckt euch das an. Ist das nicht süß? Ich will die auch gar nicht verletzen oder so. Die darf noch kommen. Ich denke, die werden wir nächste Woche sehen. Voll schön. Hat Farbe gekriegt. Richtig schön. Also fette Henne, du darfst bei mir auf jeden Fall im Garten bleiben. Von dir bin ich echt begeistert. Gut, okay. Hui. Es ist unglaublich. Foodsharing, das Teil kennt ihr ja. Da. Ohne Ende Bohnen ausgelegt. Die werden auch immer mitgenommen. Da bin ich total begeistert von. Ich habe jetzt direkt hier vor mir schon wieder eine volle Ernte von diesen lila Bohnen, die nach dem Kochen übrigens grün sind. Und alles andere ist hier auch am Verwelken. Ja, aber ich zeige euch, wovon ich rede. So verwelkt das hier alles. Ich habe allerdings, zum Lila komme ich gleich. Hier noch welche, da möchte ich Saatgut gewinnen. Ah, oh, die könnte ich heute mitnehmen, das mache ich auch gleich. Hier, die wollte ich ein bisschen größer werden lassen, weil sonst ist da ja auch nichts drin. So sieht das aus. Ja, und hier die Lilanen, die sind mega fett. Ich habe da zu Hause auch schon welche zum Trocknen, zum Saatgutgewinn. Oh, guckt euch das an. Also, ich habe den Rat von meinem Vater gekriegt, auf jeden Fall viel früher ernten. Habe aber auch gemerkt, die Meinungen gehen hier voll auseinander. Ich habe hier jede Menge Leute auch mal nach ihren Meinungen gefragt. Und das der eine so, der andere so. Die einen mögen die Großen super, super gerne. Und die anderen die Kleinen. Ich selber mag beide gerne. Oh, guckt euch das Teil an hier. Was ein Apparat. Ja, das wäre dann auch für mich wahrscheinlich zu groß. Ja, zu der Geschichte hier noch mit den Erbsen. Oh, es kommen ein paar Blärmis. Erbsen. Ich hatte noch richtig fette Erbsenernte. Ich wollte aber nicht noch ein extra Teil drehen. Das erfahrt ihr nun jetzt als kleinen Bonus. Gut, das ist hier nichts mehr. Aber ich erwarte jetzt auch nichts mehr nach dem, was ich dann nochmal abgeerntet habe. Hier wächst nochmal ein bisschen was. Ja. Hier vorne auch, wie ihr sehen könnt, ich habe auch mal Unkraut gejätet, tatsächlich bei den Erbsen. Und Rote Beete wächst wunderbar. Das ist, oh, das ist ja auch nochmal Rote Beete, oder? Nee. Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht, wird sich zeigen. Aber hier wächst auch noch Spinat. Da, Spinat, Salat ist noch zwischen. Hinten habe ich auch noch Salat gesehen. Da ist Salat. Hat sich ja selber ausgesät von hier drüben. So sieht es ja immer noch aus. Alles voll Saatgut. Ich finde es klasse. Dann ließe sich nächstes Jahr auch wunderbar pikieren. Das würde ich auf jeden Fall nächstes Jahr kleiner halten. Dann habe ich hier auf jeden Fall auch noch da. Mmh. Oh, die gönne ich mir gleich. Drüben ist ein Fußballplatz. Einfach ignorieren. Ich tue es auch. Lecker. Voll gut. Nein. Das wäre doch was für die Outtakes mal wieder. Ich bin immer so ein Schussel bei solchen Sachen. Mega saftig. Das sind die Bio-Erbsen. Hammerlecker. Aber ich frage mich nicht mehr nach der Sorte. Ich habe keine Ahnung. Wie ihr sehen könnt, die ranken immer noch. Hat ein bisschen mehr Höhe gekriegt. Fällt natürlich hier nicht auf durch das ganze Beikraut. Wie gesagt, ich nasche super gerne und das ist perfekt. Also gut, das war jetzt eine Schote, aber sonst habe ich deutlich mehr. Dann noch hier Lemon Queen. Super schön. Also noch einige unterwegs. Vielleicht geht da noch was auf. Auf jeden Fall der eine hier, sehr, sehr schön. So sieht das aus. Ja, Mutter, da muss ich dir noch was beichten. Und so habe ich leider beim Lupinenvernichten Lemon Queen mitgenommen. Da existiert nichts mehr von. Beziehungsweise noch ein Stängelchen. Ich hoffe, das Ding kommt nächstes Jahr wieder. Aber ich glaube, wenn ich dann bei euch bin, wirst du mir sagen, ah, der wächst auch nächstes Jahr wieder. Ist alles gut. Also ich gehe davon aus, dass die Natur auch hier wieder ihren Weg findet. Da vertraue ich einfach mal drauf. Sieht ja komisch aus. Da hängt jetzt ein Wurm dran. Was ist denn da los? Das ist ein Schnecke wahrscheinlich. Naja, dieses Ding ist das. Und alles, was von Lemon Queen übrig ist. Aber da verschnaguliert gerade auch einer irgendwie was. Egal, lass ich mal einen Ruwa glitschig. Jetzt bin ich gerade noch unterwegs zum Bunker. Und zwar habe ich noch ein paar Spermenschätze vorenthalten. Hätte ich fast vergessen. Wollte schon zum Ende kommen.
Und ja, die hole ich euch einfach mal raus, ne? Oh, bevor ich reingehe, da muss ich ja nochmal eine Kamera schwenk nach da machen. Guckt euch diese Topinambur's an, die sind riesig geworden. Einer ist ein bisschen am Abknicken, der andere, keine Ahnung, der ist noch richtig stabil. Ich weiß nicht, ob da irgendwas noch rumkommt an Blüten. Ich glaube aber nicht, dass die Zeit vorbei ist. Da bin ich schon eher von überzeugt. Aber wer weiß, vielleicht werde ich noch überrascht. Und Topinambur-Ernte, da warte ich, solange es geht. Ich glaube, das kennt jeder von euch. Eindeutig zum Grill anzünden. Stand da, der Rost ist mir völlig lax. Habe ich sowieso gebraucht, sowas. Also ich bin glücklich. Ein Fass mit Löchern und ganz viel Rost. Nimm ich. Kann ich auf jeden Fall gebrauchen, da findet sich was für. Und wenn es eine Feuertonne ist. So ihr Lieben, das war's mit dem nächsten Gartenrundgang und Spermischätze. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und bereichert. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Tschüss, euer Lars.